Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Sinusfunktion und Kosinusfunktion. Konkret geht es in diesem Beispiel um die Parameter einer Sinusfunktion. Überlege dir bitte zuerst selber, wie du das Beispiel lösen würdest. Der Funktionsterm unserer Sinusfunktion ist vorgegeben. Er lautet f von x ist gleich a mal Sinus von b mal x. Die beiden Parameter sind also a und b. Und diese beiden Parameter lassen sich unmittelbar aus dem Funktionsgraphen ablesen, wenn man ihre Bedeutung kennt. A ist dabei nichts anderes als der maximale y-Wert, der im Funktionsgraphen auftritt. Normalerweise schwankt unsere Sinusfunktion, wenn hier der Parameter a fehlt, zwischen den Werten minus 1 und plus 1. A streckt dann die Funktion in y-Richtung und wir haben hier eine Vergrößerung um den Faktor 2. Der maximale Wert am lokalen Maximum, das wir hier sehen, ist 2. Also, einfach abgelesen, a ist 2. Etwas komplizierter ist der Parameter b. Der Parameter b enthält, umgerechnet, die Periodenlänge unserer periodischen Sinusfunktion. Die Standard-Sinusfunktion, die hier Sinus von x stehen hätte, hat eine Periodenlänge von 2π. Durch das b verändert sich diese Periodenlänge. Entscheidend ist aber nach wie vor die Stelle 2π. Wenn ich nämlich zähle die Anzahl der Perioden bis zu 2π, also von 0 bis 2π, das wären hier eine Periode und eine halbe noch dazu, dann entspricht dieser Wert bereits dem Parameter b. Also 1,5 oder 1,5 ist der Wert für b. Und damit ist das Beispiel auch schon gelöst.